Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses primär. Und ja, heute haben wir den 17.09.2023, einen Sonntag, um genauer zu sein, 13.16 Uhr. Ja, und ich bin hier schon eine ganze Weile. Das heißt, als Top-Vertriebler, ja, ist es eben so, dass du dir sonntags häufig die Zeit nimmst, ja, um dich vorzubereiten auf die neue Woche. Das heißt, das ganze Thema Recherche, Daten wieder zusammensammeln, ordnen, Listen bereinigen, ja, Wiedervorlagen nochmal prüfen, eventuell nochmal anpassen. Ja. Also einen genauen Plan machen, wie der morgige Tag auszusehen hat und wann er zu starten hat und wie er zu starten hat. Und nochmal sämtliche Termine nochmal durchprüfen, ja, nochmal checken, ob sämtliche E-Mails, und zwar automatisierte E-Mails, auch wirklich funktionieren und eingestellt sind. Ja. Manchmal rutscht da was durch, wenn man eben nur Teilautomatisierungen in seinen Systemen hat, aus bestimmten Gründen. Und wichtig ist, dass man letztendlich die wirklich wichtigen Termine, also das ist jetzt wirklich ein Insider-Tipp, nicht automatisiert Erinnerungs-E-Mails raushaut. Das kann man alles machen bei, ja, Terminen für potenzielle Neukunden, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, aber wirklich die wichtigen, das sind meistens nicht so viele. Ja, das sind vielleicht oder 10, 12 Termine in der Woche maximal. Ja, die einfach nochmal personalisiert nochmal per Hand schreiben. Es lohnt sich. Wir bewegen uns hier in einem High-End-Segment, ja, und da geht es halt häufig um teilweise Workshops, die schon fünfstellig sind, ja, und dann eben größere Projekte, lange Beziehungen und so weiter. Also hier einfach immer sehr vorsichtig sein mit der Automatisierung. Natürlich kann man vieles automatisieren, aber manches eben auch lieber vielleicht nicht. Also besonders, wenn man einfach auch zum Beispiel sowas ist wie ein Key-Accounter, ja, auch als Angestellter, ne? Also auch damit Automatisierungen vorsichtig sein. Als Key-Accounter hast du manchmal nur einen Kunden, ja, und innerhalb dieses Kunden, innerhalb dieses Konzerns dann unterschiedliche Abteilungen und so weiter. Ist im Grunde auch ein sehr, sehr interessanter Job, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ist halt auch etwas vom Aussterben bedroht, leider, ja, wie so vieles in Deutschland, weil halt einfach viele Konzerne ihre Reinvestitionen, also alles, was ich neu plane in Investitionen, leider sehr oft in Osteuropa machen und so weiter, Asien und USA und so weiter. Also ich war jetzt erst in Osteuropa und da habe ich eben gesehen auch, ja, dass dort neue ganz große Büros hochgezogen werden. Und nicht nur von ja, Automotive, also nicht nur von VW und so weiter, sondern eben auch von IT-Dienstleistern und so weiter. Die haben zum Beispiel, wenn sie jetzt entscheiden, irgendwie, ja, wie zum Beispiel NTT Data. Ja, NTT Data hat jetzt ein großes neues Gebäude, ja, große Einheit in Ungarn aufgebaut und so weiter. Also letztendlich, ich will jetzt hier nicht groß abschweifen, auf jeden Fall ist es wichtig, dass du dir einen Sonntag Zeit nimmst, ja, und dass du fokussiert versuchst, dich zu fokussieren. Das ist wirklich unter die wichtigste und die schwierigste Aufgabe sogar, vielleicht in der heutigen Zeit, den Fokus eben. Deswegen habe ich mir jetzt hier auch nochmal so eine Box gemietet. Ich mag eigentlich ganz gern auch gute, sagen wir mal, so Loft-Feeling und tolle Aussicht, wir haben hier ganz tolle Büros. Hier gibt es zum Beispiel auch in dem Gebäude im 7. Stock oder auch andere Büros, die ich mir schon gemietet habe, mit Alpenblick. Und es gibt aktuell, weil ja auch die Gewerbeimmobilienkrise so ein bisschen zuschlägt gerade, unfassbar geile Büros, selbst in München, ja, zu Preisen, die du vielleicht vor 3-4 Jahren noch nicht bekommen hättest. Aber die Gefahr besteht immer, dass du dich ablenken lässt. Also deswegen, ich bin hier auf der Nordseite. Das ist auch, wenn es draußen 35 Grad hat, hat es hier maximal 20, aber war auch eine Klimaanlage. Und hier einfach nur eine weiße Wand. Ja. Vielleicht baue ich mir noch ein Target Board hin oder sowas. Ja. Hier ist noch ein Arbeitsplatz für eine zweite Person. Dann ganz wichtig, auch ein höhenverstellbarer. Ja. Weil es eben wichtig ist, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche Gespräche hast, dass du auch dem aufstehen kannst. Ja. Ja, so, that's it. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte.
Wir hier bei Klein Marketing Consulting, wir machen ja auch Vertrieb viel, ja. Und weil es einfach nötig ist da draußen, es gibt sehr wenig gute Vertriebler und in der IT-Branche ganz besonders. Und ich kenne leider keinen, der nicht für mich arbeitet, der gewillt ist, sich am Sonntag hinzusetzen, um sich vorzubereiten auf den nächsten Arbeitstag. Da habe ich bis jetzt noch keinen Vertriebler da draußen kennengelernt. Nimm das zu Herzen, überleg dir mal, okay, wenn du mit deiner aktuellen Situation nicht, mit deiner Performance nicht zufrieden bist als Vertriebler in der IT-Branche oder mit allem, was du tust, wenn du gerne mehr verdienen möchtest, wenn du merkst, okay, die Preise gehen überall hoch, ja, in den Supermärkten überall, ja, die Tasse Kaffee, so ein Cappuccino, es gibt hier keine Bäckerei mehr im Umkreis von, weiß nicht, 10 Kilometern. Also du kannst einen Cappuccino beim Lidl kaufen für 1 Euro, aber es gibt in der Bäckerei keinen Cappuccino mehr unter 3,30 Euro hier in München. Ja? Also bis vor kurzem gab es den noch für 2,50 oder irgendwas, also irgendwas unter 3 Euro. Und einfach nur mal ein Indikator, dass die einfach die Preise flächendeckend 10%, 20%, 30% draufgegangen sind in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt Butter, Milch ist, Cappuccino oder sonst was. Ja? Und das bedeutet, du musst auch wieder mehr Geld verdienen. Und das bedeutet als Vertriebler, du musst dir